Die Automobilindustrie erwartet ja inzwischen eher ein schwieriges Jahr 2014, obwohl die jüngsten Zahlen immer noch relativ gut sind. Es gibt aber Hiobsbotschaften aus den Emerging Markets, die verunsichern. Dagegen kommen eher aus Europa positive Nachrichten. Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Wir nehmen uns die neuesten Zahlen vor. Daimler hat ja gerade berichtet. Und zur Einschätzung begrüße ich Jürgen Pieper. Er ist Autoanalyst des Bankhauses Metzler. Herr Pieper, die Deutschen glänzen ja vor allem als sogenannte Premium-Hersteller, also die teuren Modelle. Und die wurden dann auch sehr stark in den Emerging Markets verkauft an die Wohlhabenden. Nun kommen diese Hiobsbotschaften, die ja verunsichern, wie ich es gesagt habe. Müssen sich die Premium-Hersteller Sorgen machen? Die Weltwirtschaft wächst ja noch so um gut 3%, aber wird das auch für das Automobilgeschäft so laufen auf der Weltebene mit den Emerging Markets? Ja, die Emerging Markets machen neuerdings Sorgen. Sie sind auch für die Autoindustrie insgesamt wichtig geworden. Mhm. Das ist vielleicht eines der markantesten Entwicklungen der letzten 5 Jahre, dass die Emerging Markets heute ein viel größeres Gewicht haben als eben noch vor ein paar Jahren. Das liegt natürlich ganz stark an China. China muss man auch herausnehmen, denke ich mal, aus dieser Betrachtung, weil China nach wie vor gut läuft, gerade für die Autos gut läuft. Die anderen Emerging Markets, das sind Lateinamerika, das sind asiatische Märkte, das sind Osteuropa, das sind auch Südafrika, die tendieren allerdings fast alle schwach zurzeit und die machen schon ungefähr zwischen 15% und 20% des Absatzes heute der deutschen Autohersteller aus, ist also schon ein Gewicht, was zählt. Mhm. Kommen wir nochmal zu den Absatzzahlen oder Neuzulassungen und dann blicken wir gleich nach Europa. Da war ja Südeuropa das große Sorgenkind bisher. So erste Nachrichten kommen, die ja etwas konstruktiver sind und die Neuzulassungen hier in Deutschland sind ja auch ganz erfreulich. Genau, die europäischen Zahlen sehen in der Summe sehen sie ganz gut aus. Man muss immer ein paar Einschränkungen machen, genau hinschauen. Also der deutsche Markt scheint durch doch eine ganze Menge Verkaufsförderprogramme gepusht worden zu sein. Ich denke, Volkswagen tritt im Moment enorm aufs Gas. Die haben ja diese verschiedenen Sondermodelle, die im Zusammenhang mit der WM so als Thema angeboten werden. Ich glaube, Opel tritt sehr aufs Gas, um endlich Marktanteile zurückzugewinnen. Ja. Das hat sicherlich zu diesem plus 7% beigetragen. Und bei den Märkten war auch Frankreich mit einem ganz minimalen Plus eigentlich einen Tick schlechter als erwartet. Aber in der Summe würde ich sagen, Europa befindet sich auf dem Kurs der Erholung. Ja, dann gucken wir uns mal die einzelnen Werte genauer an. Wir beginnen mit Daimler. Dazu haben wir den Chart. Der wird uns jetzt eingeblendet. Und Daimler hat Zahlen geliefert, die waren in der Summe besser als erwartet, heißt es. Und man hat große Pläne weiterhin. Wie beurteilen Sie die Zahlen von Daimler? Ja, Daimler hat seit Mitte 2013 eigentlich den Hebel umgelegt. Bis dahin ging es ja eher schwierig voran. Es gab immer mal wieder eine Enttäuschung. Auch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, gab es diese Rücknahme eigentlich erstmal des Ergebnisziels. Und man hat gedacht, bei Daimler wird es nie so richtig aufgehen und nie mehr so richtig was werden. Und jetzt seit 6 Monaten befindet sich Daimler auf einem ziemlich positiven Kurs. Mhm. Das 4. Quartal war absolut rund und gut, mit ganz wenigen Einschränkungen. Aber es ist ein tatsächlicher Aufwärtskurs zu sehen. Vor allen Dingen bei Mercedes, aber auch bei Trucks. Und ich glaube, das geht Minimum 2014 auch so weiter. Mhm. BMW hat noch nicht berichtet, kommt aber demnächst. Wie sind Ihre Erwartungen bei BMW? BMW, obwohl wir kein Halten als Empfehlung haben, es ist eigentlich zurzeit ein ganz typisches Neutral. Sie sind einfach zu gut von den Qualitäten her, um sie zu verkaufen, sind auch nicht teuer. Andererseits fehlt im Moment die Ergebnisdynamik. Wir sehen 2013 schon ein auf der Stelle treten beim Ergebnis im Endeffekt. 2014 wird es, glaube ich, ganz ähnlich. Einige Produktzyklen laufen im Moment gegen BMW, von den gerade sehr wichtigen Produkten wie dem 5er und dem 7er. Andere, der 3er, laufen sehr gut. Die Grundsatzqualitäten von BMW sehr gut, die Innovationsstärke sehr gut. Aber man tritt ergebnismäßig auf der Stelle. Es ist also im Moment so ein bisschen eine neutrale Position. Mhm. VW ist ja ein Premiumhersteller, aber auch ein Massenhersteller. Vom VW waren Sie ja früher immer relativ stark begeistert. Aber wir kriegen ja ein paar Zahlen aus den USA. Da läuft das Geschäft nicht nur nicht so besonders gut, sondern es gibt offenbar auch richtige strukturelle Probleme. Ist also bei VW ein bisschen der Lack ab und ist das große Ziel, der größte Automobilhersteller der Welt zu werden, jetzt erstmal in weite Ferne gerückt? Ja, ich denke, es gibt tatsächlich einige Kratzer im Lack. Fundamental ist es nach wie vor ein Powerhouse, ein Unternehmen, was eigentlich vor Stärke strotzt.
Aber es gibt jetzt doch eine Anzahl von Problemen, die für mich auch verhindern können, dass VW im Endeffekt einen Ergebnisanstieg zeigt. Das ist USA, läuft jetzt schon seit einiger Zeit richtig schwach. Mhm. Ist jetzt keine Überraschung mehr, aber ist sicherlich ein Problem. Emerging Markets ist Volkswagen am stärksten positioniert von allen Deutschen. Sie sind traditionell sehr stark in Südamerika, sie sind seit langem stark in Osteuropa, mhm. sie sind in Südafrika, ist es von gewisser Bedeutung. Das sind das alles zusammen, gibt eine ziemlich ungute Mischung für die Emerging Markets dieses Jahr. Währungseffekte werden, glaube ich, dieses Jahr bei VW besonders zu Buche schlagen, weil sie wegen ihrer konservativen Hedging-Politik einen Teil der Effekte von letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben haben mhm. und weil sie eben in manchen Emerging Markets tatsächlich anfälliger sind, auch von der Währung her, als die anderen Deutschen. Last but not least, Audi, lange Zeit ein Erfolgsunternehmen, hat meines Erachtens ein sehr toughes Jahr vor sich, weil Mercedes so viel stärker geworden ist, weil BMW in vielen Kategorien eine gute Produktstärke hat, wird Audi meines Erachtens dieses Jahr zurückfallen. Sie haben auch nur ein richtig neues Produkt 2014 mhm. und für Audi wird es dieses Jahr, glaube ich, an Ergebnisrückgang wird man nicht vorbeikommen. Ja. Also für VW insgesamt auch eher Ergebnisrückgang. Dann stellen wir uns, Stagnation. Ja, Stagnation zumindest. Ja. Dann gucken wir uns mal den größten Konkurrenten von VW an, Toyota. Also die japanische Automobilindustrie hat ja enorm profitiert von dieser Abenomics, der Politik, die den Yen geschwächt hat und damit die Exporte auch einigermaßen kräftig vorangetragen hat. Wir sehen den Kurs von Toyota, der sieht jetzt hier nicht besonders toll aus, aber da ist natürlich genau dieser Währungseffekt, weil das ja in Euro ist, ist dieser Währungseffekt drin, denn der schwache Yen in Euro ausgedrückt hat sich natürlich dann negativ ausgewirkt. Aber sie verkaufen. Wie muss man diese Konkurrenz der Japaner mit dieser Währungsunterstützung jetzt auch für die Deutschen einstufen? Ja, bei Toyota haben wir eigentlich den doppelten Effekt. Das ist die Währung, mhm. die enorm hilft. Es ist aber auch eine Rückkehr zur alten Stärke, würde ich sagen. Mhm. Sie sind aus dieser Krise, aus ihrer spezifischen Krise, die sie wegen vielfacher Qualitätsprobleme hatten vor 2-3 Jahren. Dazu kam damals die große Japan-Krise als Folge des Tsunami. Beides hat Toyota ganz ordentlich zurückgeworfen. Und jetzt kommen sie aber doch sehr schnell wieder zu ihrer alten Stärke zurück, zu ihrer hohen Qualität, zu ihrer guten Marktpositionen, auch in Märkten wie USA, wo ja beispielsweise Volkswagen sehr schwach ist, sind eigentlich global insgesamt, würde ich sagen, Tick besser aufgestellt als die Deutschen. Und die Währung hilft jetzt im Moment, Toyota kommt einfach zurück. Das ist eine richtig typische Comeback-Story. Mhm. Gut, jetzt bezogen auf die einzelnen Firmen, wenn Sie jetzt nochmal so den weltweiten Wettbewerb ein bisschen anschauen, die Amerikaner mit General Motors, mit Ford, dann die Japaner und dann die Deutschen mit stärkerem Premium Herstellern. Wer hat da so die Nase vorn? In der Summe würde ich sagen, sind die Deutschen vorne, mhm. weil sie sehr richtigerweise sehr gut vor Jahren auf Premium gesetzt haben, viel konsequenter als alle anderen. Mhm. Und das zahlt sich mehr und mehr aus. Und einige, zumindest Volkswagen und BMW, haben sehr früh sehr stark auf China gesetzt. Mhm. Das zahlt sich auch aus. Es sind sehr wertvolle Marken, mhm. Sehr stark mit Qualität unterlegt. Deutsche, die Japaner kommen zurück, ich würde sie an zweiter Stelle sehen. Die Koreaner sind in den unteren, mittleren Marktsegmenten sehr gut geworden. Und an vierter Stelle die Amerikaner, das ist für mich auch ein gutes Comeback, aber es ist ein typisches amerikanisches Comeback. Es kommt mit dem Markt, schwimmt man wieder mit hoch, hat seine Recovery-Story, die gut ist, aber sie werden, wenn der Markt in den USA schwächer wird, werden sie genauso relativ schnell auch wieder zurückfallen. Mhm. So, jetzt blicken wir nochmal auf die Automobilzulieferer, die ja auch erstmal für die Branche nicht ganz unwichtig sind, aber beide hängen ja sehr eng beieinander. Und da ist unser sozusagen Flaggschiff natürlich Conti. Und wer sich den Chart von Conti anguckt, der gleich kommt, dann muss man ja sagen, ja, das scheint sozusagen vom Chart her praktisch das Beste zu sein. Wie stehen die Automobilzulieferer im Augenblick da? Und ist Conti für Sie weiterhin eine Erfolgsstory? Conti, absolute Erfolgsstory. Die ist ein toll gemanagtes Unternehmen. Auch wenn man damals vor Jahren gesagt hat, als es Herr Wennemer ging, das kann jetzt eigentlich nur schlechter werden, das Gegenteil. Oder nicht das Gegenteil war der Fall, aber Conti ist genauso stark geblieben. Wird exzellent geführt. Ihr großes Plus ist, sie sind sehr, sehr stark in vielen Wachstumsnischen vertreten. Mhm. Wie diesen ganzen elektronischen Assistenzsystemen, die zweistellig wachsen. Sie sind auch sehr stark in Elektromotoren vertreten. Wenn dieser Boom anfängt, wird Conti voll dabei sein.
Sie sind seit Jahren der mit Abstand stärkste Reifenhersteller, die diese zwei Krisenjahre bei Reifen super weggesteckt haben. Also das ist ein Unternehmen mit sehr vielen, vielfältigen Qualitäten und sind auch herauszuheben aus der Zulieferindustrie. Die Zulieferer insgesamt, man kann Ähnliches sagen wie für die Autohersteller, was besser bei ihnen ist, sie sind nicht so, sie haben nicht so viel Exportgeschäft in Emerging Markets, sondern sind eher vor Ort vertreten. Währungsprobleme sind bei ihnen normalerweise nicht so gravierend. Andererseits, was gerade die MDAX-Werte betrifft, der MDAX ist aus unserer Sicht eigentlich schon sehr teuer geworden, ist deutlich höher bewertet als der DAX. Einige dieser Zulieferer wie Elring Klinger, wie auch Norma sind zu teuer einfach für ihre Verhältnisse. Und auch da ist Conti eigentlich der herausragende, der nicht zu teuer ist, der sehr viel Dynamik hat, der diese Qualitäten bei den Produkten hat und der auch seit Jahren rasant seine Schulden abbaut. Ja. So, zum Schluss, wenn man Automobilwerte kaufen möchte, jetzt, wo ist vielleicht Ihr Favorit? Wo würden Sie sagen, da kann man jetzt getrost zugreifen, weil gute Zahlen sind, weil gute Entwicklung zu sehen ist? Das ist bei den DAX-Werten, bei den großen Werten ist es die Daimler und die Conti. Es ist im MDAX noch die Leoni, als nicht so hoch bewertetes Unternehmen mit viel Dynamik. Und es ist im SDAX die Bertrand, ein Spezialist für Entwicklungsdienstleistungen, auch ein Geschäft, was richtig geht, boomt zurzeit. Und das wären die vier Favoriten. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also Automobilwerte bleiben ein Kauf, nicht generell, sondern man muss differenzieren. Wir haben ein paar Beispiele gehört, wo die Aussichten ganz gut sind. Und bei anderen ist es ratsam, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.